Hallo. Oh, genauso, genauso. Verdammt. Oh, Leute. Oh. Oh, Leute, das ist vorhin schon mal passiert. Oh, Leute, Mario. Oh, nein, ich bin auf die Pause-Taste gekommen, ich weiß nicht mal wieso. Und mit was für einem albernen Fehler? Und das war's. So viel zum Thema Cape Kill. Muss doch mal irgendwas Sinnvolles mit seinen freien Tagen machen. Oh. Das ist nicht wahr. Ach, go fuck yourself. Ich meine, ich habe zuletzt viermal in Folge nicht mal. Fünfmal in Folge nicht mal Welt 1 abgeschlossen. Oh mein. Und dann können wir wieder Spaß haben. Ich hatte ihn heute noch nicht. Oh mein Gott, ich hab. Oh, Mario! Das war. Zum Kotzen. 6,5 Stunden später. Und das war's. Go fuck yourself. Wow. Oh mein Gott. Eine Ewigkeit später. Weiter geht's. Ich habe noch nicht aufgegeben. Ich habe noch nicht aufgegeben. Ich habe noch nicht aufgegeben. Nochmal wieder Cape Kill geübt. Aus langer Weile. Hab einfach zu große Angst, dass der Run funktioniert, aber dann Cape Kill am Ende nicht funktioniert. In Betracht dessen, wie viel Zeit das spart. Es ist echt fast egal, mit was für einer Zeit ich da reinkomme in den Bowser-Fight. Die Chance auf eine PB ist immer da. Die Chance auf PB ist immer da. Es kann. Ich weiß nicht, wie gut der Bowser-Fight in meiner PB war. Ich glaube nicht schlecht. Kann 20 Sekunden sparen. Guter Cape Kill kann 20 Sekunden sparen. Ist absurd. Muss auch viel consistenter da. Sehr viel mehr consistent als normaler Bowser-Fight. Nur wir müssen da hinkommen. Wir müssen da hinkommen. Wir müssen einfach nur da hinkommen. Und das bedeutet, Donut Secret muss funktionieren. Donut Secret ist definitiv der größte Spielverderber. Das ist der größte Spielverderber im ganzen Mann, ja. Fischjump! Alles gut. Bis hierhin alles gut. Gesplittet, vermutlich.
echt geschockt, als ich gesehen habe, wie viel Zeit Cape Kill wirklich sparen kann. Es ist... Oh, jetzt zu spät gedrückt. Es ist verrückt. Es ist verrückt. Es spart so viel Zeit. Gegenüber meiner herkömmlichen, lahmen Methode, Bowser zu vernichten. Aber Cape Kill verlangt eben auch von einem 2 Minuten lang komplette Aufmerksamkeit. Komplette Aufmerksamkeit. So, wir haben die ersten 4 Minuten wieder schadlos überstanden. Nicht perfekt, aber schadlos. Die Tür. Aber jetzt wird's interessant. Eigentlich wird's erst ab Donut Secret interessant. Oh, was war das? Oh. Ja, ja, das Blip war gut. Ich habe nur die Space-Taste verpasst. Ich habe nur die Space-Taste verpasst. Oh, das ist so schlimm. Gott. So, und jetzt hier nicht verkacken. Komm schon. Wir können das. Boah, ich wollte da doch Fliegen gedrückt halten, damit ich. Oh, Leute. Nicht, ne? Oh, Leute. Egal. Das war grässlich. Wirkt jetzt so, als hätte ich nur 7 Zehntel verloren. In Wirklichkeit habe ich aber, glaube ich, 3 Sekunden oder so nochmal verloren. Schrecklich. Nein. Wow. Das war super schlecht. Aber auch das ist erstmal egal. Das war auch schlecht. In die Tür, Mario. Quatsch, was für ein schlechtes Ghosthaus. Will ich wissen, wie viel das alles gekostet hat. Unglaublich. Egal. Super viel auf jeden Fall. Wow. 3 Sekunden einfach. Nochmal weg. Gut, jetzt ich habe jetzt in zwei Levels ungefähr 8 Sekunden verloren oder so. Und das ist so wild. Nein! Ach, egal. Auch nochmal Zeit verloren. Krass. Es ist immer noch nicht schlimm. Das ist zwar schrecklich, alles schrecklich, schlecht, aber... Dieser ganze Run kommt letztendlich immer nur auf 3 Level an 3 Level. Donut Secret, Donut Ghost Towns und Bowser's Castle. Und wir haben immer noch Bowser's Castle vor uns. Die mit Abstand größte Möglichkeit, Zeit zu sparen. Das war normal.
Die nächsten zwei Level sind eher obligatorisch. Oh, Kopf gestoßen. Nein. Unfucking glaublich. Ich verliere in diesem Level Zeit. Ich verliere in diesem Level 2 Sekunden. Unglaublich. Ist nicht mehr normal. Ist einfach nicht mehr normal. Machen wir es auch schon mal sicher. Nachdem alles so schief gegangen ist, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass Bowser's Castle deutlich besser läuft. Aber wenigstens, vielleicht funktioniert der Bowser-Fight wenigstens. Das wäre cool. Was ist das? Mario in die Tür. Dass das alles so gut funktioniert heute. Immer wieder Dorfleiter, habe ich noch nicht einmal verpasst heute. 1, 2, 3, komm. Los jetzt in die Tür. Perfekt. Das war jetzt alles auf Nummer sicher. 4,3 Sekunden sind wir zurück. Mit einem perfekten Bowser-Fight können wir das locker. Oh, oh, können wir das locker verbessern. Konzentrieren. Einfach nur konzentrieren. Fast wieder zu spät losgeflogen. Nice. Okay. Muss das wieder hier anfangen? Volle Konzentration. Kann nichts passieren. Wir kriegen auch Ballskip hin. Wir kriegen auch Ballskip hin. Nice. Mache ich jetzt den besten Bowser-Fight aller Zeiten? Also meinen persönlichen besten Bowser-Fight aller Zeiten? Jetzt bloß nicht von den Flammen trollen lassen. Nice. Komm, 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 komm! So wird ziemlich gespielt. Das ist das Beste. Das ist das Beste. Hört sich aus. Ah, jetzt ganz klar gesehen, wie viel. Ich will gar nicht wissen, wie viel. Wie viel Zeit hier insgesamt drin ist. Ich will gar nicht wissen, wie viel Zeit hier insgesamt drin ist. Wo sind meine ganzen coolen Schild-Idee-Pokémon? Ja. Ja, jetzt habe ich mir verdient. Egal. Das muss reichen für heute. So gut? Ich sehe, was da alles noch drin ist. Wenn ich da sehe, was da alles noch drin ist. Oh. Die Sips. Es ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall was unter 11 Minuten drin. Aber 11 Fitzen. 11 Fitzen reicht mir erstmal, reicht mir erstmal, reicht mir erstmal. Ich will noch mal wissen, was ist jetzt die Sum of Best Segments? Ja, Sum of Best Segments ist schon unter 11 Minuten. Und da sind keine Sips drin. Hab's geschafft.
53 Versuche hast du gebraucht. Egal. Danke fürs Zusehen. Hat's geschafft. Unsere PV um 14 Sekunden verbessert. Durch einen perfekten Bowser-Fight. Durch nichts anderes, alles andere war kurze. Alles andere war scheiße. Danke fürs Zusehen. Bis bald, Leute. Oh Leute, das ist vorhin schon mal passiert.